Willkommen zurück zu Pokémon ZN4S. Immer noch auf dem Weg, oder besser gesagt, zu versuchen, doch noch irgendwie einen Orden zu ergattern und irgendwo in der Nähe auf Route 105 umherzugeistern. Oh, sieh mal an! Ein Surprise? Nee, Surprise? Surprise ist die weite Entwicklung, das weiß ich. Allerdings kenne ich nicht diese Vorentwicklung. Oh, wir haben doch schon ein relativ annehmbares Team. Dennoch fehlt mir irgendwo ein little bit ein Wasser-Pokémon. Wir haben Pflanze, wir haben Feuer. Wenn Chaloko sich noch entwickelt, haben wir noch einen Flugtyp. Was allerdings nicht fliegen kann. Aber Glumanda könnte nachher fliegen erlernen, wenn es sich zu einem wunderbaren Glurak entwickelt. Interessant wird's erst, wenn ich gewinne. Aber sicher. Wollen wir doch mal vergleichen. Du hast 2 Pokémon. Ich habe 6. Du hast ein Bisasamen. Ich habe einen. Moment, ich habe ein Blumenwanderer. Na? Was sagst du nun? Nein, doch nicht schon wieder, Pokémon. Oh, Ember. Wenn, dann wollen wir ja möglichst alle Pokémon relativ gleich gut trainieren. Ja. Ich würde gerne Shaloku wieder haben. Weil Shaloku nur noch wenige EP braucht bis zum nächsten Level. Schauen. Tja, Taubsi wäre eine schlechte Wahl gewesen. Da wir es bei Fritziplis mit einem Elektro-Pokémon zu tun haben, wäre ein Flug-Pokémon relativ... naja. Hm, ich paralysiert dich, dann kannst du eventuell nicht angreifen. Ja. Aber siehst ja, dass ich trotzdem angreifen kann. Sag mal Leute, ist bei euch auch so warm oder regnet das hier? Also hier bei mir ist mehr so eine schwüle, drückende Luft. Oh, ich habe gar nicht darauf geachtet, dass ich Fritziplis besiegt habe. Ja. Ach ja, das war glaube ich so ekelhaft kompliziert. Ja, irgendwie so... Da wo Wasser ist, bin ich auch. Ja, glaube ich dir aufs Wort. Das glaube ich dir vollkommen aufs Wort. Da wir es hier mit einem Wasser-Pokémon-Typ zu tun haben. Treko am das Beste. Nein. Ich vergesse das immer wieder, dass er auch da stehen bleibt. Aber naja, Bombe. Und mit Level 10 ist es doch schon relativ stark. Naja. Silberblick hilft da wirklich auch nicht wirklich viel. Geht höchstens die Verteidigung mit der, aber im Ring tut sie nichts. Na? Hat er noch mehr? Ach ja! Stimmt ja, Schalke ist ja jetzt eben in der Blut gekommen. Diese Animation. regulation your Circone evolute into Butterfly and Beauty-Fly. Wenn ich jetzt falsch rumgelaufen bin, ne? Flipp ich auch. Ein Level 7 Taubsi. Rather Ray. Moment, jetzt will ich erstmal ein anderes Pokémon her. Auch wenn du... Da müssen wir die beiden noch hauptsächlich trainieren. Und Drassler müssen wir auch noch trainieren. Oh. Mal sehen, vielleicht gibt es ja irgendwo ein Kilion, was ich mir fangen kann. Wo sind wir denn hier gelandet? Ich weiß gar nicht, dass es hier eventuell legendäre Pokémon gibt. Das kann ich mir gut vorstellen, aber was für welche? Wäre uns bald wieder. Ich überlege gerade, ob man diese Melodie auf. Ja, ne? Finger weg! Entschuldige, ich wusste nicht, dass du so aggressiv bist. Aggressiv? Bin ich nicht. Du trägst ein Pokémon zu viel, meiner Meinung nach. Hä? Wieso? Ich habe 6 dabei. Und ich habe meinen Spaß dran. Dann rede ich nicht mit dir. Pech. Von mir aus. Mach, was du willst. Wow, Alter, verschlossen? Halt die fest. Auch verschlossen. Lalalala. Auch verschlossen. Stimmt, als ich das letzte Mal durchgespielt habe, hatte ich glaube ich nur 5 Pokémon dabei. Die will mir doch jetzt nicht einfach sagen, nur damit sie mich durchlässt, muss ich jetzt ein Pokémon ablegen. Oh, what? Wie bananig ist das denn bitteschön? Nein, ich weiß doch, dass es voll ist. Der Papinella kann ja leider kein Fliegen erlernen. Das ist ja der Mist. Taubsi ist eigentlich nur nachher mehr oder weniger dabei, das einzige Pokémon, was fliegen kann. Ne? Komm. Machen wir es so. Flügerteilen können wir auch Papinella beibringen. Wir können ihm zwar nicht Fliegen beibringen, aber das ist ja wohl Banane. Finger weg. Ja, das kennen wir eigentlich schon. Ich nehme mal an, dass du in die Arena bist. Gut gefolgt. Gut gefolgt für ein Mädchen. Mein Name ist Eria. Eria? Und ich bin auch ein Trainer wie du. Du willst einen Kampf? Nur nicht zu bestürzen. Ich möchte nicht unbedingt gegen dich kämpfen, nur damit du durch kannst, falls ich verlieren sollte. Ich möchte ein wenig mehr über dich wissen. Ich habe mich bereits vorgestellt, aber du nicht. Wie unhöflich. Mein Name ist Tobi. Tobi also. Ach, ich weiß jetzt, wer du bist. Du bist neu hier in Ezekiel, oder? Ja? Meine Mutter wollte nicht mehr in Johto bleiben und hat beschlossen, hier nach Ezekiel zu kommen. Wir hatten in Johto ein sehr schönes Haus in Golden Road City. Aus Johto, sagst du? Dann glaube ich nicht, dass du ein Anfänger bist. Ist zwar schwer zuzugeben, aber ich habe erst vor kurzem angefangen. Lust auf einen Kampf? Gute Idee. Pass besser auf, ich bin kein Anfänger mehr. Pass du besser auf. Moment, ich glaube, ich habe die Stimme falsch betont. Eine Maike. So oder so ähnlich. Naja, dass sie eventuell mein Pfiffchen down Wow. Das sollte ja natürlich nun anders laufen. Nur schon wieder. Tobi, pass auf. Und guck das nächste Mal an. So. Na, da ging ja wohl mal schon flotti. Mhm. Ich kann mir jetzt zwar einiges aus dem Englischen übersetzen, aber nicht alles. Das kommt davon, wenn man nicht aufpasst. Ja, ja. Rebel Eria. Mit einem Pokémon wechseln. Wir setzen zu Drassler. Wow! Das ist ja jetzt natürlich ein bisschen... ja, unerwartet, würde ich mal sagen. Nein, ich will doch nicht wegrennen, ich will Pokémon wechseln, Mama. Denn Feuerattacken sind ja nicht relativ gut gegen Feuerattacken, nicht gegen Feuer-Pokémon, gegen Feuertypen. Außerdem bin ich ein Level höher als er. Das erste Mal, dass ich einen weiblichen Trainer sehe, der auch männliche Pokémon bei sich trägt. Sonst war es ja immer unterschiedlich. Rivale Eria. Ich bin erstaunt, wie schnell du deine Pokémon so trainiert hast. Ich bin schon etwas länger im Business. Ich dachte, ich könnte mehr von dir erwarten. Wie war das? Nichts, sorry. Könnte ich jetzt eventuell in die Arena? Da ich dir ja eine Lektion erteilt habe, ist das doch jetzt selbstverständlich. Ich muss mein Pokémon heilen gehen. Du kommst aber mit. Was? Wieso? Du siehst hungrig aus. Du hast auch wahrscheinlich kaum Geld. Also dachte ich mir, ich lade dich zum Essen ein. Mir tut dir bestimmt gut, vor dem Arena-Cup, mal so richtig satt zu essen. Also, bist du einverstanden? Naja, ich würde ja gerne ablehnen, aber wenn sie das bezahlt... Ich denke mal, das geht mir in Ordnung. Klasse! Das freut mich wirklich, danke. Das war jetzt zwar plötzlich, aber ich denke, ich mache ihr damit eine große Freude. Ich weiß, dass wir uns sehr gut verstehen werden. Wir werden mit Sicherheit gute Freunde sein. Ist das nicht geil? Was darf ich Ihnen bringen? Ich hätte gern einmal indische Nudelsuppe und einmal Käsebällchen mit Aioli. Was ist Aioli? Was ist das für ein Ding? Noch nie gehört. Und was möchtest du, Schatz? Ich hätte gern Sushi. 6er? Nee, lieber den 12er. Okay. Und hätte noch... Und was bestellst du dir? Schauen wir uns doch erstmal das Menü an. Bin schon dabei. Diese Hackbällchen sehen doch gut aus. Ich glaube, ich nehme mir eine Portion. Was nimmst du? Überlege noch kurz. Was darf ich Ihnen bringen? Ich hätte gern... Reis mit Kidneybohnen wäre vielleicht auch was Interessantes. Nudelsuppe. Wir machen es Naruto aus. Wir machen es einfach Naruto nach. Wir bestellen einfach eine Nudelsuppe. Aber ich möchte sie von Ichiraku geliefert haben. Ich hätte gern eine Nudelsuppe. Okay. Und Sie? Und ich hätte gern Hackbällchen. Vielen Dank für Ihre Bestellung. Ihr Essen kommt sofort. Negro, bleibst du gefälligst in der aufrechten Position? Jetzt können wir warten. Macht ja nichts. Wir haben also viel Zeit, um zu plaudern. Erzähl mal was von dir. Ja, ich heiße Tobi und bin 14 Jahre alt. Das Alter müssen wir ändern. Dann wird's passen. Hast du nicht mehr zu erzählen? Ja, aber ich erzähle nicht gern über mich. Wieso nicht? Weißt du, ich komme auch aus Emerald Town. Ehrlich? Ja. Aber ich werde bald umziehen. Meine Mutter möchte von hier weg. Wirklich schade. Lass uns nicht hoffen, dass wir uns nicht zum letzten Mal treffen. Das hoffe ich auch. Ich will noch mehr über dich wissen. Naja, scheiß drauf. Ist ja auch egal. Das kommt ja doch jetzt mehr so ein bisschen plötzlich, dass jemand mehr über mich wissen möchte. Nein. Meine Vergangenheit ist ganz und gar nicht egal. Das interessiert sie auch nicht. Sie soll sich da nicht einmischen. Dieses Mal werde ich ihr verzeihen. Beim nächsten Mal... Wie auch immer. Wir haben unser Essen gegessen und ich verabschiedete mich von mit Erika. Das ist auch mal ein Deutsch hier, aber naja. Das Essen war köstlich und ich wurde wirklich satt. Sie hat auch alles bezahlt. Das finde ich wirklich nett von ihr. Sie wusste aber, dass ich pleite war. So bekam ich zum Schluss auch noch 10 Pokébälle und ein Egg. Sie ist wirklich ein nettes Mädchen. Das war der Grund, warum ich keine 6 Pokémon haben durfte. Shit happens. Quatsch, ich wollte gucken. Ja, Pokémon sind eigentlich alle aufgeladen. Gut. Das soll es aber von dieser Folge gewesen sein. Wir können uns jetzt noch der Arena bemächtigen. Diese werden wir aber erst in der nächsten Folge machen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Habe mich sehr gefreut, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Let's Play Pokémon ZN4S. Hoffe, ihr seid auch morgen wieder mit dabei. Ich sehe mal meine Maus mal im Bild. Vielleicht auch nicht. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich wünsche euch trotzdem noch einen schönen Abend und haut rein. Ciao.